Ladies and Gentlemen, ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video. Bevor wir ins Video starten, lasst doch bitte einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar da. Das unterstützt den Kanal extrem und hilft, viele solche Videos machen zu können. Komplettsets, ein bisher wehleidiges Thema für den Grower mit Ansprüchen, da man entweder kein gutes Equip bekommen hat oder einen extrem überzogenen Preis zahlen musste für das Gebotene. Das hat sich allerdings seit einiger Zeit geändert und ist einen neuen Blick wert. Heute teile ich mit euch meinen ersten Eindruck zum Growbox Komplettset Sunlight Evo M Silent von dem Growshop Garten Eden. Zur vollen Transparenz, ich habe das Setup als Leihgabe bekommen und dafür keine finanziellen Zuwendungen oder ähnliches erhalten. Meine Meinung bleibt unbeeinflusst. Aber was sind denn genau die Spezifikationen? Es handelt sich um eine Homebox Ambient Q80 Plus mit den Maßen 80x80x180. Ich glaube, über Homebox brauche ich hier nichts mehr zu sagen. Wer die alten Videos kennt, wird wissen, dass ich ein absoluter Homebox-Fan bin durch die festen Zeltwände, qualitative Verarbeitung und weiße Beschichtung. Das Herzstück des Setups ist natürlich die Beleuchtung. Hier finden wir eine Sunlight Evo 380 mit 190 Watt Realverbrauch vor. Zu der Lampe kann ich bisher noch nicht viel sagen, außer dass ich von Hause aus Sunlight etwas skeptisch gegenüberstehe, vor allem durch die verbauten Osram-Chips. Aber die Chilis freuen sich bisher. Wir werden mal schauen, was der Ertrag bringt. Wie das Wort Silent in dem Namen des Komplettsets bereits vermuten lässt, ist das Setup extrem leise. Soll es zumindest sein. Das kommt durch das mitgelieferte Abluftset zustande. Die Abluft ist ein Prima Klima EC-Ventilator mit 680 Kubikmeter die Stunde maximal Luftdurchsatz. Besonderheit ist, dass dieser Temperatur und nach Belieben in Prozent gesteuert ist. Beispielsweise erkennt der Lüfter automatisch eine eingestellte Temperatur, die ihr frei wählen könnt. Sobald diese erreicht ist, stellt er sich von der eingestellten Minimumdrehzahl auf die entsprechend höhere Drehzahl, um die Temperatur effektiv zu regulieren. Eine sehr feine Sache, gerade im Sommer, wenn die Lampe läuft, etwas wärmer wird und ihr nicht ständig am Lüfter rumspielen wollt. Als AKF ist ein 250 Kubikmeter die Stunde Prima Klima Eco Edition Filter verbaut. Der macht, was er soll. Also da gibt's nichts auszusetzen, ist kein High-End-Ding, brauch's auch gar nicht für den Privatnutzer. Filtert die Luft und mehr brauchen wir ja nicht. Zusätzlich sind ein Garden High Pro Clip Ventilator für die Umluft, eine mechanische Zeitschaltuhr, zwei verstellbare Lichtaufhängungen für die Lampe und ein schallgedämmter Abluftschlauch. Was mir hier persönlich noch gefehlt hat, war eine Verteilersteckdose. Das wäre, glaube ich, noch cool gewesen. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Das hätte ich mir dazu gewünscht. Über Komplettsets habe ich eine zwiegespaltene Meinung. Wenn ich mich an früher zurückerinnere, habe ich um jeden Euro gefeilscht und mich gefreut, wenn ich etwas nach langer Recherche für 2 bis 5 Euro weniger gefunden habe. Heutzutage ist vieles durch die Lieferkettenkrise schwer zu bekommen, ständig out of stock oder einzeln viel zu teuer. Die großen Shops unterstütze ich schon lange nicht mehr, da sie mit ihrem Preisdumping den ganzen Markt kaputt machen und gerade kleineren Shops eben das Leben schwer machen, weil die da einfach preistechnisch nicht mithalten können und keine Gewinne erzielen. Sind wir mal ehrlich, man erhält hier High-End-Komponenten, hat einen einzigen Ansprechpartner, der einem bei Fragen oder möglichen Reklamationen zur Seite steht und muss nicht 8-mal einzeln Versandkosten bezahlen. Einfacher geht's wohl kaum. Also mein Zwischenfazit, der erste Eindruck ist sehr gut, der Aufbau ging wunderbar in 1,5 Stunden, aber warten wir mal ab, wie sich die 4 Chilis in dem Zelt machen. Die Komponenten sind überall sehr beliebt, sind getestet und für gut befunden von der Community, also damit kann man wohl nichts falsch machen. Wir liegen aktuell bei einem Preis von, da muss ich lügen, da muss ich sogar nochmal nachgucken, 889 Euro für alles. Und das finde ich doch sehr, sehr human. Weil ihr wisst, wer sich so ein bisschen auskennt und meine Videos verfolgt, der weiß, dass man die Ausgaben für dieses Setup spätestens nach dem ersten Durchgang virtuell wieder drin hat. Und ja, was soll ich dazu sagen? Also in Zeiten, wo einige Lampen für 1300 Euro verkauft werden, finde ich das hier doch sehr human und kann ich bis jetzt erstmal empfehlen.
Verfolgt meine Videos, es wird jetzt der nächste Durchgang, also der Chili-Durchgang wird auf jeden Fall damit gemacht werden, mit den vier Chilis. Und dieses Setup wird natürlich noch einzeln auf Herz und Nieren getestet, Lautstärke wird getestet, etc. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Link dazu findet ihr natürlich in der Beschreibung oder als ersten Kommentar angepinnt. Und dann wünsche ich euch noch was. Bis dahin, ciao.